Was hat dich 2023 beim Thema IT-Sicherheit überrascht? Ja, was mich in 2023 tatsächlich überrascht hat, ist die Geschwindigkeit, in der sich neuronale Netze bzw. künstliche Intelligenz weiterentwickelt, was natürlich die Produktivitätssteigerung für die Angreifer bedeutet. Also es ist schon zu erkennen, dass es mehr wird, aber eben auch nicht viel mehr, also nicht so viel mehr, wie ich jetzt irgendwie erwartet hätte aufgrund der Verbesserungen in diesem offensiven Bereich. Was können wir 2024 beim Thema IT-Sicherheit erwarten? Ich denke, dass sich generell jetzt innerhalb von einem Jahr nichts Riesiges, Grundlegendes ändern wird in der IT-Security. Dafür ist der Markt mittlerweile einfach zu ausgebildet. Also das würde ich auch eher nüchtern betrachten. Wirklich relevant wird es dann eben, wenn irgendwelche, hat man ja auch schon mal drüber geredet, irgendwelche Phishing-Sachen kommen, da wird es dann eben ganz neue, also vollautomatisierte, über neuronale Netze gesteuerte Telefonanrufe quasi, die gefüttert sind, zum Beispiel mit E-Mail-Verläufen aus vorhergehenden Hacks. Und das ist halt die Frage, wann das in der Qualität kommt, dass das wirklich flächendeckend eingesetzt wird. Und da braucht es dann natürlich auch komplett neue Verteidigungsmöglichkeiten gegen, und das wird wahrscheinlich Jahre dauern, bis da entsprechende Lösungen entwickelt sind, die halbwegs Sicherheit geben. Wird KI in diesem Jahr helfen, Personal im IT-Sicherheitsbereich einzusparen? Ja, jein. Also viele von den Sachen sind Snake Oil. Das ist halt immer ein bisschen problematisch, die auch differenzieren zu können. Ja, wir arbeiten auch dran, dass wir defensive Kapazitäten mit künstlicher Intelligenz verbessern können, aber das ist halt auch wieder eine marginale Verbesserung im Vergleich zu dem, was zum Beispiel im Marketing mit künstlicher Intelligenz mittlerweile möglich ist. Also das würde ich jetzt, würde ich mal auf dem Boden der Tatsachen bleiben und sagen, dass das jetzt nicht so eine Riesenverbesserung ist. Natürlich ist es schön und wichtig, das zu haben, aber verändert jetzt nicht den kompletten Markt. Welche Auswirkungen wird NIS2 in diesem Jahr auf die IT-Sicherheit haben? Also bei NIS2 muss ich sagen, ich habe die Hoffnung, dass sich da was wirklich zum Positiven verändert. Aber mir ist klar, dass es nur eine Hoffnung ist. Ob es wirklich was ändert, bin ich mir nicht so sicher. Einfach dadurch, dass ich bei ganz, ganz vielen Unternehmen auch eine 27001 Umsetzung gesehen habe, die einfach ein Papiertiger war und nicht wirklich an der Sicherheit was verbessert hat. Ich habe auf der anderen Seite jetzt auch viele Unternehmen kennengelernt, die an der 27001 arbeiten und es wirklich ernst nehmen und die auch NIS2 umsetzen müssen und die auch das ernst nehmen. Problem bei vielen ist auch gar nicht mal das, was sie wollen oder was sie gerne umsetzen würden oder wie viel Geld sie dafür freigeben, sondern einfach, dass sie nicht die personellen Kapazitäten dafür haben. Und daran ändert auch ein sinnvolles Budget nichts. Ich habe jetzt gerade gestern mit einem Kunden geredet, die gesagt haben, ihnen bleibt am Ende des Jahres Budget übrig, weil sie einfach rein zeitlich nicht schaffen, die Projekte umzusetzen, die sie sich vornehmen.